Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Ich zeige euch heute, wie man ganz einfach so einen kleinen Korb hier nähen kann. Das ist wirklich so einfach, das bekommt jeder hin. Und das kann man in unterschiedlichen Stoffen machen, entweder zum Verschenken oder um sich das so ins Badezimmer zu stellen und da ein paar Sachen reinzutun. Ein paar Kosmetikartikel oder man kann da natürlich auch schön so ein paar kleine Handtücher reintun, je nachdem in welcher Größe man das macht. Also eine schöne Dekoration fürs Bad und auch gleichzeitig eine schöne Aufbewahrung. Oder man kann es eben super auch als Geschenkverpackung benutzen. Das ist jetzt wirklich die ganz einfache Variante. Man kann das auch noch viel aufwendiger machen. Aber wenn man das einfach als kleine Geschenkverpackung haben möchte oder so irgendwo hin dekorieren möchte, dann reicht schon meistens die einfache Variante. Und dafür braucht ihr eine Nähmaschine. Da habe ich schon einen Faden eingefädelt, also Ober- und Unterfaden. Einen Stift zum Markieren. Eine Schere. Und einen festen Stoff. Ich habe hier einen Filzstoff. Und der hat eine Größe von DIN A4, also hier ist das 30 cm mal 21 cm. Man kann aber natürlich auch einen anderen festen Stoff nehmen, einen zu dünnen und weichen Stoff sollte man dafür nicht nehmen. Als erstes lege ich die Filzplatte so übereinander, also schön Ecke auf Ecke. Und hier unten, da messe ich jetzt mit meinem Lineal 4 cm ab. Bei 4 cm mache ich mir eine Markierung. Das gleiche hier auf dieser Seite. Bis zu der Markierung nähe ich das jetzt hier an der Seite zusammen. Also eine ganz einfache Naht. Hier oben natürlich einmal hin und her nähen, damit es schön fest ist. Und dann hier an der Markierung nähe ich auch einmal hin und her. Also hier habe ich hin und her genäht, jetzt hier einmal gerade entlang bis zu der Markierung und hier auch nochmal hin und her genäht. Und das gleiche mache ich hier auf dieser Seite. Wenn ich an beiden Seiten die Naht fertig habe, dann messe ich von der Naht aus 4 cm bis zur Mitte. Da mache ich mir wieder eine Markierung. Und genauso hier an der anderen Seite 4 cm und eine Markierung. Mit einer scharfen Schere schneide ich jetzt einfach von der einen Markierung zur anderen. Und hier schneide ich auch die Ecke einfach so raus. Das gleiche mache ich hier. Wenn an beiden Seiten die Ecken rausgeschnitten sind, dann brauche ich das Ganze nur noch so zusammenlegen. Und hier noch einmal mit meiner Nähmaschine entlang nähen. An beiden Seiten habe ich jetzt hier einmal entlang genäht und ich glaube, man kann es schon erkennen. Wenn ich das Ganze jetzt umstülpe, dann ist schon meine kleine Kiste oder mein kleines Körbchen aus Stoff fertig. Damit das Ganze etwas stabiler ist, falte ich das hier oben einmal so um. Dadurch bleibt es ein bisschen stabiler und offen stehen. Da kann man jetzt schön Kosmetikprodukte reinstellen oder, wie ich eben schon gesagt habe, Kleinigkeiten drin verschenken. Einfach vielleicht so in Folie einschlagen. Also da fällt euch sicher was Schönes ein. Wenn ihr Ideen habt, was ihr darin verschenken würdet, ob ihr das vielleicht nachnähen möchtet und so weiter, dann schreibt es gerne einfach alles unten in die Kommentare. Schreibt auch mal, ob euch dieses kleine Körbchen gefällt, ob ihr vielleicht noch eine ausführlichere Variante davon sehen möchtet oder ob ihr noch andere Wünsche habt, vielleicht ob ich noch was mit der Nähmaschine machen soll oder was ganz anderes. Gerne einfach alles unten reinschreiben, gerne einen Daumen nach oben geben und sonst schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!